Ein herzliches Grüß Gott an euch alle, ganz besonders an unsere aktiven Mitglieder, welche fleißig alles publizieren, betreffend unseres Vereines, wie es aussieht und so weiter in allen Regionen, sei es in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Italien. Wir möchten uns auch für all jene bedanken, welche unseren Kanal abonniert haben. Jetzt haben wir schon 1000 Abonnenten und auch die Glocke aktiviert haben. Und wir freuen uns immer mehr, wenn jemand neu dazukommt, denn je mehr Abonnenten wir natürlich auch im Kanal haben, umso mehr Reichweite können wir erreichen. So, die Anfragen, die wir bekommen per E-Mail seit Tagen wieder, sind leider Gottes ja so behaftet, dass die Menschen nach wie vor anscheinend unsere Infovideos noch nicht gesehen haben, beziehungsweise von den Menschen, durch welche sie an uns herantreten, ja, durch Werbung oder durch Applausschall und so weiter, sich dies nicht, auch nicht informiert wurden, die Videos anzusehen. Ja? So, ich wiederhole das selbstverständlich gerne, es ist überhaupt kein Thema. Es gibt auch Menschen, die mit dem Internet nicht so vertraut sind und so weiter. Also bitte gerne noch einmal, wie kommt man zu unseren Mitgliederkarten, beziehungsweise welche Vorteile bringt unsere Mitgliedschaft und so weiter. Ja, wir wurden auch angeschrieben, bitte senden Sie mir Unterlagen zu. Es gibt keine Unterlagen, sondern das macht man alles über unsere Homepage. Ja, und hier möchte ich die wichtigsten Funktionen zur Mitgliedschaft, aber auch zum Registrierformular nochmal ganz kurz erläutern für all jene, die das noch nicht gewusst haben. Es ist überhaupt kein Problem, wir machen das, wenn es sein muss, mache ich das auch ja, jederzeit noch einmal gerne. Ja, wir gehen jetzt einmal zur Homepage. Wenn ihr auf die Homepage geht, kommt ihr hier auf die, na, sieht man das da, ihr seht das jetzt nicht, oder? Ja, jetzt bin ich da mit dem Pfeil. So, hier ganz besonders bitte, ich habe vor ein paar Tagen ein Video gemacht betreffend Kryptobetrug. Es gibt Menschen, welche mit unserem Logo, ja, also auch mit dem Vereinsnamen, jedoch auch mit meiner Person, Kryptobetrügereien veranstalten. Woher die mutmaßlichen Täter sind, kann man nicht eruieren. Es ist sehr, sehr schwierig, ganz besonders über Telegram. Also das spielt sich alles in Telegram ab. Hier der Hinweis betreffend Kryptobetrügereien. Hier möchte ich schon den neuen oder ich sage mal potenziellen neuen Mitgliedern möchte ich davor schon warnen. Bitte, wenn ihr per PN angeschrieben werdet, also sprich auf Telegram per Privatnachricht angeschrieben werdet oder in Gruppen seht, dass mit meinem Namen, also mit dem Namen Stolber Christian, Beiträge gemacht werden bzw. geantwortet wird, dann könnt ihr euch zu 100% sicher sein, das bin nicht ich. Ja? Also das ist alles Betrug. Wir haben auch schon im April, am 30. April 2024, dahingehend Anzeige erstattet und die Anzeige liegt bereits auf der Staatsanwaltschaft in Eisenstadt. So, das ganz kurz zu diesen Kryptobetrügereien. So, das ist die Home-Seite. Auf der Home-Seite könnt ihr mal zunächst die Grundinformationen durchlesen. Um was geht es, wie schaut es da aus, welche Projekte haben wir und so weiter. Bitte einfach durchlesen. Ja? So, und wenn man das gelesen hat und sagt, ja, schauen wir mal, wie ist das mit der Mitgliedschaft, dann hier das der blaue Button jetzt, ja, schau, da drückt er drauf und dann kommt er ganz genau zu den Hinweisen, wie es mit der Mitgliedschaft aussieht. Ja. Ganz besonders Eltern, möchte ich sagen, welche minderjährige Kinder haben. Wenn ihr sagt, ja, für mich ist diese Mitgliedschaft interessant und ich möchte auch unseren Immunitätsnachweis haben, also in Form dieser Karte, dann bitte automatisch auch gleich die Kinder, ja, von null bis zum vollendeten, von null ist ein Blödsinn, aber zumindest, ja, unser jüngstes Mitglied ist 6 Monate alt, ja, also ich rede jetzt von Kleinkindern, bis zum vollendeten 15. Lebensjahr sind kostenlos Mitglied und erhalten, wenn zumindest ein Erziehungsberechtigter aktuell Fördermitglied ist, gratis unsere Mitgliederkarte personalisiert. Ja, also nur, dass das auch gleich wisst. Ihr lest es im Übrigen hier, ich scroll da noch rüber, so, hier habt ihr das, ja, registrierte Kinder und Jugendliche, ja, bis zum vollendeten 15. Lebensjahr sind nach Eingang des Fördermitgliedsbeitrages
eines Erziehungsberechtigten gratis Fördermitglied. Also hier gab es auch schon Panik. Wir haben zum Beispiel eine Familie in der Nähe von Innsbruck, also die haben 8 Kinder, und wenn man hier welche in diesem Alter sind und wenn man hier jetzt noch sagen würde, die Kinder müssen genauso aktives Fördermitglied sein in zahlender Form der Mitgliedschaft, dann wäre das unfair, und das machen wir nicht. Also man soll sich das Ganze ja auch leisten können. Ja, wir haben kein Interesse daran, hier die Menschen mehr oder weniger, ja, denen, ja, die es finanziell sowieso schon schwer haben, nicht die Möglichkeit zu geben, bei uns Mitglied werden zu können. Ja? So, das ist jetzt der Button Mitglied werden. Und da gehe ich wieder daher. Ja, so. Und wenn ihr jetzt den Eindruck habt, ja, das interessiert mich und das ist ganz, ganz wichtig für mich, denn in Zukunft wird es ja sicher nicht besser werden, sondern vielleicht sogar noch schlimmer, dann geht man hier auf diesen Button Registrierung. Ja? Drückt drauf und da habt ihr das Registrierformular, Name und so weiter. Also ich scrolle runter. Beim Land, hier steht Österreich. Ich kann es zwar auf meinem anderen Bildschirm öffnen, aber ihr seht das leider nicht. Wir haben zurzeit drinnen Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien und Ungarn. Ja? Nur, dass ihr das wisst. Also hier die Länder anklicken. Postleitzahl ist klar. Hausnummer. mRNA geimpft, ja oder nein, bitte hier ehrliche Angaben machen. Wir haben auch bei uns mRNA, jetzt sagen wir ja schon, RNA geimpfte Menschen, welche sagen, ich möchte keine FFP2-Maske mehr tragen, keinen PCR-Test mehr machen, geschweige denn sich impfen lassen. Und diesen natürlich damit die Gelegenheit zu geben, in unseren Forschungs- und Schutzprojekten teilnehmen zu können. Also bitte auch RNA-geimpfte Menschen, niemand wird ausgeschlossen, jeder ist bei uns herzlich willkommen, ja, von klein bis alt. So, die Blutgruppen kann man dann auch hier anklicken, ja, Rhesusfaktor sowieso, Kelp-Faktor, wer ihn kennt, der wird angegeben in negativ oder positiv, ja, eintragen, wer ihn nicht kennt, spielt keine Rolle, ist nicht wichtig, ja, für uns, brauchen wir nicht. Ja, Blutspendeempfänger, hier haben wir überhaupt die Fragen, das muss ich nochmal erklären. Blutspendeempfänger bedeutet, wenn man zum Beispiel einen Unfall hätte, ja, und man benötigt Blut, dass aus unserer Datenbank RNA-ungeimpfte Menschen für diesen Patienten Blut spendet. Ja. Also nicht irgendjemand, sondern RNA-ungeimpfte Menschen. Beim Blutspender ja oder nein ist das Gleiche. Wenn ich ja ankreuze, dann bin ich auch bereit, dass wir ihn kontaktieren, falls eines unserer Mitglieder Blut benötigen würde. Ja, also bitte nicht falsch verstehen, Blutspender ja heißt nicht, das hat nichts mit dem Roten Kreuz zu tun, sondern wirklich für unsere, alles hat mit unseren Mitgliedern zu tun, aus unserer europaweit größten RNA-ungeimpften Blutspender-Datenbank. Ja. So, wenn man sich entschieden hat, man möchte die Variante 1, also das ist die Grundvariante, oder die Variante 2, 160 mit Rechtsschutz, dann klickt man das einfach an, ja, geht hier auf Erklärung, ja. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten gemäß der Datenschutzverordnung gespeichert und genutzt werden. Hier auch der Hinweis, nur im internen Rahmen unseres Vereines. Es werden keine Daten rausgegeben, weder an Gesundheitsbehörden noch an sonstigen Institutionen. Nur, dass ihr das gleich wisst. Ja, und dann geht es einfach da auf das Registrieren, drückt drauf und wir bekommen dann automatisch die Registrierung herein. Ja. Betreffend automatische Antwort, es gibt normalerweise nach Einsendung gibt es eine automatische Antwort. Wir haben aber das Problem, und wir haben das schon vermehrt gemeldet bekommen, dass die automatische Antwort zum Beispiel bei Gmail oder GMX nicht funktioniert. Also bitte, solltet ihr keine Nachricht erhalten, dann geht's, da muss ich jetzt selber nochmal schauen, dann geht's bitte unter Mitglied werden, ja, und braucht es nicht einmal scrollen, schau, wenn ihr da runter geht, ihr habt hier etwas Blaues, ja, da steht Registrierungsseite. Und hier habt ihr normale Registrierungsseite, aber hier Zahlungsinformationen, wenn ihr da draufklickt,
findet ihr die Zahlungsinformationen. Das heißt, unser Konto, Variante 1 so viel, Variante 2 so viel, ja, warum Variante 1 und oder 2, das steht auch nochmal drin. Also bitte, wenn ihr diese automatische Nachricht nicht bekommt, da muss ich jetzt ein bisschen umgehen, so, wenn ihr diese automatische Nachricht dann unter Mitglied werden und Zahlungsinformationen. Ja? So, das wäre jetzt unsere Homepage in Kurzform erklärt. Und wie sieht jetzt unsere Mitgliederkarte aus? So, das ist die Vorderseite der Karte. Ja? Ihr habt den Titel, Namen, also Vorname, Familienname, muss, also dann die Gasse, Straße und so weiter, dann Postleitzahl, Ort, ja? Geburtsdatum, ja, ist ganz wichtig, ja, ich kann das leider da jetzt nicht markieren, ja, macht aber nichts. Dann rechts davon habt ihr die Blutgruppe, welche ich angegeben habe. Also bitte, ich möchte dazu sagen, dass natürlich die Daten, die angegeben werden im Registrierformular, automatisch auch für das Kartendruckprogramm übernommen werden. Also wir haben zwischendurch einige Menschen, die sagen, ja, das Geburtsdatum ist falsch oder ich möchte Spender ja sein oder Spender nein sein, wie auch immer. Also, oder das ist eine falsche Blutgruppe. Noch einmal, das liegt nicht an uns, sondern ihr solltet ganz genau, bevor ihr das Formular versendet, noch einmal alle Daten überprüfen, dass hier keine Probleme passieren, ja, und ihr keine neue Karten braucht. Weil es geht darum, jeder neue Kartendruck inklusive Umschreiben, also der ganze Aufwand und Postversand kostet wieder 30 Euro. Das muss ja nicht sein. Also bitte bei der Registrierung ganz genau aufpassen. Noch einmal kontrollieren, bevor man es versendet. Ja. Dann habt ihr natürlich Rhesusfaktor, Kell-Faktor negativ, Spender ja oder nein, Empfänger ja oder nein, habe ich vorhin gerade erklärt. Und natürlich Geburtsdatum und dann habt ihr unten natürlich auch die Mitgliedernummer. Ihr seht hier zum Beispiel die Nullen und die 1 und dann einen Schrägstrich, also Slash, ja, 02 in diesem Fall bei der Musterkarte. Die 02 bedeutet die Variante, welche ihr gewählt habt. Ja, 01 oder 02. Ja. Dann schauen wir sich die Karte auf der Rückseite an. So, hier habt ihr ebenfalls links oben vermerkt eure Mitgliedernummer, ja, und dann natürlich unser Vereinssitz, Vereinspräsidium, die Gasse, wo wir sind, rechts davon die Telefonnummer, jedoch auch die ZVR-Nummer. Ja, die ZVR-Nummer bedeutet zentrale Vereinsregisternummer. Ja. Dann rechts unten den QR-Code. Wenn etwas ist, bitte diesen QR-Code, sei es also in Kliniken zum Beispiel oder bei Ärzten, welche hier skeptisch sind oder auch kontrollierende Behörden und so weiter, scannen lassen, ja, und dann kommen Sie auf den in der Homepage verlinkten vereinsrechtlichen Button und können das nachlesen, wie Sie mit unseren Mitgliedern handhaben sollen, entschuldigen, jetzt bringe ich schon gar nicht mehr aus, aber ein paar kleine Fehler dürfen mehr drinnen sein. Ja. So, wenn jemand sagt, ich kann das aber nicht scannen, ja, sei es mit Handy oder sonstiges, dann verweisen bitte auf unsere Homepage. Ihr seht hier, es ist auch die Homepage vermerkt, www.mv-mensch-und-versorgung.com und auf den Button Vereinsrechtliches verweisen. Dort kann jeder nachlesen, was steht da überhaupt drinnen. Ja? Und wo es natürlich auch oben steht, ist die E-Mail-Adresse office@mv-mensch-und-versorgung.com. Ja? So schauen die Karten aus. Und natürlich fragen sich viele, wieso haben die einen eigenen Rechtsraum, beziehungsweise wieso können die das machen? Es gibt doch Gesetze im rechtlichen, also im öffentlichen Raum. Ja, selbstverständlich, die gibt es. Ich möchte trotzdem nur eines immer sagen, und das habe ich beim letzten Video schon gesagt, man darf nicht annehmen, man ist durch diese Karte überall geschützt oder immun und man kann machen, was man will. Das funktioniert nicht. Diese Karte schützt nur im Sinne unserer Forschungs- und Schutzprojekte, im Sinne unserer Statuten, im Sinne unserer internen Vereinsgesetzgebung.
Ja, wir können ja auch Gesetze machen im Verein, welche unseren Zielen, ja, entspricht. Ja. Jeder Verein hat ja seine Vereinsziele und seine Vereinszwecke und das muss entsprechen. Also man kann da nicht irgendwelche Gesetze machen, so, ja, das gefällt mir nicht, aber es ist nicht in den Statuten enthalten. Also man muss wirklich ganz genau die Zwecke und Ziele einhalten. Ja, da könnt ihr auf diesen Text verweisen. Und zwar unser internationaler Förderverein für Gesundheit, Wissenschaft und Forschung, Forschung und Umweltschutz ist insofern nicht an öffentliches Recht gebunden, da es sich erstens um einen unabhängigen Verein und unabhängigen Rechtsraum im Sinne unserer Statuten, Klammer Gesetz, handelt. Ja. Zweitens unabhängige Projektbeschlüsse im Sinne unserer Statuten, Gesetze handelt. Das heißt, wir machen ja Projekte, wir beschließen Projekte und diese Projekte sind einfach das Gesetz. Fertig. Ja. Und jetzt der wichtigste Text ist natürlich hier das Fettgedruckte. Ja. Hier könnt ihr auch ganz besonders berufen. Von einem eingetragenen Verein spricht man, sobald dieser in das Vereinsregister des Bundesministeriums für Inneres eingetragen wird. Mit diesem Akt erlangt der Verein seine Rechtsfähigkeit. Er ist im Rechtssinne zur juristischen Person geworden und kann fortan selbst Träger von Rechten, das heißt, wir können selbst zum Zwecke und Ziele des Vereines Gesetze bilden, also unsere Projekte in dem Sinn, aber auch Pflichten, ja, intern des Vereines und seiner Mitglieder beschließen. Ja. Der Schutz von Probanden unterliegt dabei durch MV Menschenversorgung besonderen Bedingungen. Erstens Datenschutz, Anonymität, ethische Akzeptanz und gesundheitliche Unbedenklichkeit. Diese Bedingungen gibt bei uns unseren Mitgliedern MV Menschenversorgung vor. Das heißt, dadurch, dass ihr euch in einem Forschungs- und Schutzprojekt als Probanden bei uns befindet, geben wir auch vor, wie ihr nur in diesem Sinne der Projekte handeln dürft. Ja, das ist ganz normal. Ja. Also das sollte man auch einhalten. Ja. So, Mensch und Versorgung vor, an welche sich auch Institutionen, Organisationen, Kliniken, Ärzte und so weiter im Sinne unserer Mitglieder zu richten und zur Umsetzung zu bringen haben. Das heißt, ihr habt dann die Karten, ihr lasst das Ganze scannen. Bei Ungereimtheiten prinzipiell bitte immer auf unser Präsidium verweisen und sagen, rufen Sie bitte im Präsidium an, wir klären das für euch ab. Ja, wenn es irgendwelche, ja, Menschen gibt, die sagen, das ist ein Blödsinn, das geht nicht und das ist ja nicht öffentliches Recht und so weiter. Ja, also das klären wir dann natürlich selbstverständlich in Ruhe auf. Die Verwendung von Probanden in der Forschung, und wir sind ja ein Förderverein für ein internationaler, möchte ich auch gleich noch einmal dazu sagen, Förderverein für Gesundheit, Wissenschaft, Forschung und Umweltschutz. Also wir haben die Forschung drinnen. Ja, die Verwendung von Probanden in der Forschung erfordert die strenge Erfüllung verschiedener Bedingungen, die das Wohlbefinden und die ethischen Anforderungen unserer Mitglieder gewährleisten sollen. Ja, die Erfüllung, um unseren Forschungsprojekte getreu werden zu können, erfordern die eigene persönliche, körperliche, positive Gesundheitsentwicklung und der Erhalt der eigenen persönlichen, körperlichen Unversehrtheit. Das sind unsere Hauptsäulen, auf welchen sich unsere Projekte aufbauen. Ja, also bitte, ihr könnt euch das ja in Ruhe, braucht ihr nur auf Pause drücken und das Ganze noch einmal durchlesen. Ja. Unsere vereinseigene Unversehrtheit, da waren wir. Drittens, öffentliches Recht im Sinne unserer Statuten und beschlossenen Forschungs- und Schutzprojekte ausgeschlossen sind. Ja. Viertens, unsere vereinseigene und unabhängige rechtsgültige Patientenverfügung nach Ausstellung und Unterzeichnung durch unser Mitglied als verbindlich anzusehen ist. Es gibt Kliniken, es gibt Ärzte, die sagen, es gibt das Patientenverfügungsgesetz, das gilt nicht, das entspricht nicht den Vorgaben des Patientenverfügungsgesetzes. Muss es auch nicht.
Denn wir haben als rechtsfreier Raum eigene Gesetze im Sinne unserer Statuten. Ja, also es ist als verbindlich anzusehen und es wird auch überall akzeptiert und respektiert. Ja. Anzusehen ist, da wir damit unsere Vereinszwecke und Ziele erfüllen, laut Statuten, Klammer Gesetz. Ja. Fünftens, unseren Mitgliedern keine Behandlung verwehrt werden darf oder diese in irgendeiner Art und Weise ausgeschlossen werden dürfen. Und so weiter. Da gehört auch dazu, wie wir ja schon mal gehabt haben, 1G, 2G und so weiter, darf nicht sein. Wenn hier etwas sein sollte, bitte uns sofort kontaktieren und wir werden dementsprechend die Maßnahmen ergreifen. Ja. Sechstens, alle anderen Details zu unseren Vorgaben im Sinne unserer Statuten und beschlossenen Forschungsprojekten entnehmen Sie bitte unserer Patientenverfügung. Auch in unserer aktualisierten Patientenverfügung, da habe ich gestern ein Video gemacht darüber, dass wir hier einiges verändert haben, ganz besonders was die RNA betrifft. Also bitte schaut euch das letzte Video von gestern auch an. Gestern war der 25.10. Falls ihr es nicht findet, schaut es einfach rein. Ja. Und damit retten wir sehr viele Menschenleben von jung bis alt. Also das sind die rechtlichen Grundlagen, auf welche unser Rechtsraum und unsere Projekte und so weiter aufgebaut sind. Ja, das war's. Mehr kann ich zurzeit nicht sagen. Bitte schaut euch alle Videos an. Schreibt auch unten unter dem Video bitte eure Meinung dazu, vielleicht Ideen oder wie auch immer, was euch da einfällt, ein paar Fragen. Ja, wobei Fragen am besten bitte per E-Mail unter office@mv-mensch-und-versorgung.com, denn wir sind nicht ständig auf Social-Media-Kanälen. Ja. Es gibt im Übrigen auch ja, einen YouTube-Kanal, sage ich den da seid ihr gerade, einen Telegram-Kanal, es gibt aber auch einen Facebook-Kanal. MV Mensch und Versorgung eingeben und ihr findet das. Hier informieren wir ebenfalls laufend über neue Aktualitäten. Ja. Was gibt es noch Wichtiges? Also im Prinzip, ich denke, ich habe jetzt alles gesagt. Bitte abonniert unseren Kanal, aktiviert auch die Glocke, damit ihr immer informiert bleibt. Macht Werbung bei Familien, bei Freunden, bei Verwandten und so weiter. Viele wissen noch gar nicht, dass es uns gibt. Unsere Dienste bzw. ja, ehrenamtlichen Dienste sicher gerne ebenfalls in Anspruch nehmen würden, aber leider nicht wissen, dass es uns gibt. Also ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch alles Liebe und bis zum nächsten Mal.